So, damit nochmal ein herzliches Willkommen zurück zu Let's Play Metro Exodus. Ich habe aus dem letzten Teil tatsächlich zwei Parts rausgeschnitten, um irgendwie halbwegs zu entkommen. Ja, wir sind zuletzt bei den Banditen hängen geblieben. Das wollten wir ja noch machen. Wir müssen, glaube ich, rein in das Gebäude. Scheiße. Das ist natürlich jetzt nicht ideal. Und meinst du der hier? So. Ich muss jetzt gerade gucken, dass ich mich mal... auf die andere Seite übergebe. Ich will die Waffe nämlich von dem haben. Zack. Munition mitnehmen. Hier denn? Ja, der ist tot. Gut. Da ist der Scheißer. So. Ich frage jetzt müssen wir. Tot. Oder einfach euch alle abmurkst. Mehr oder weniger, ne? Wo sind die Laternen? Na, Verdammter Hurensohn! Ich, du Schweinehund, hast unseren Mann ausgeschaltet. Richtig. Und dich auch noch direkt. So, schön meine... Geh mal nicht auf den Piss, Alter! Ja? Du Schweinehund! So. Ich brauche Munition für die Waffe hier.
viele sind es hoffentlich nicht mehr. Schon gesehen, Kollege. Scheiße. Kommst du mal her? Im Ernst? Die Schweinehunde haben einen von uns erwischt. So viele sind es nicht mehr, hoffentlich. So. Ist er tot schon? Ich nehme Munition mit. So, so viele müssen es aber eigentlich, dürfen es aber eigentlich nicht mehr sein, wenn ich mal ehrlich bin. So, die Frage ist, muss ich ja den Waggon, muss ich den Waggon hier rausholen oder was? Alles mitnehmen, was ich brauche. Super Bauteile. So viele sind ja. So. Hier ist ein Generator. Warum auch immer. So, aufmachen. War alles mit. Mitte würde irgendwas machen. Ich dachte, mir gibt es irgendwie einen Hebel oder so, den ich. Warte mal. Gibt es irgendwie einen Hebel oder so, den ich dann betätigen muss? Irgendwo muss doch da oben. Oh, das war übrigens keine Absicht. Die Frage ist, gibt es eine Möglichkeit vorbeizukommen? Jetzt hänge ich schon wieder eine ganze Weile rum in dem scheiß Ding. Was wir hier haben, ein Hebel. So. Nehmen wir alles mit. So, und jetzt hoffen wir, dass wir hier runterkommen. Die Frage ist, auf der anderen Seite ist da auch noch einer, der sich hier durchfahren kann, oder wie sieht das aus? Ne, schade. Zumindest sieht das, oder? Warte mal. Liegt das oder ist das, hier läuft hier doch irgendwas rum? Hä? Wo ist denn der? Oh, Gott sei Dank. Ich dachte mir noch, ich hatte doch gehört, dass da noch irgendwo einer rannte. Munition. Ich hab mir das doch nicht eingebildet. Dann haben wir das Ding komplett auseinandergenommen. Zack. Jetzt machen wir die Waffe mit. Ah, die nehmen wir mit. Die weißt du, die. So.
Zack. Nehmen wir das mit. So. Okay. Ja. So, die Frage ist, können wir jetzt mit der Draisine rein? Wo sind die überhaupt? Da. Weil jetzt haben wir ja aufgeräumt. Jetzt sind wir ja gut dabei. So, dann nehmen wir da mal Platz. Die Frage ist, lässt er uns da rein? Wie sollte denn der Kupp? Können wir nicht mit? Können wir nicht uns umdrehen? Oder haben wir den Waggon mitgenommen jetzt gerade? Ich glaube, das gehört ja nämlich dazu. Zu dem Teil. Ich hoffe, dass wir jetzt auch keine Probleme mehr kriegen. Auf unsere Reise zur Lok zurück. Oh, wie sind wir? Alter, macht das Funze aus. So, jetzt will ich, dass wir keine unbegehrten Passagiere bekommen. Ich hab nichts. Ja, okay, die fahren. Verziehen sich. Ich hoffe, wir haben die Viecher erwischt. Hauptsache links der Wackeldackel. Oh, was eine Reise. Was? Archer, wir können dich sehen. Gut gemacht. Und jetzt komm her. Der Konvoi ist eingetroffen. Was eine Tour. Was eine Tortur, Alter. Wir können gar nicht zurück, ne? Na gut, den Teddybär haben wir jetzt natürlich nicht geholt. Ja, unser altes Zuhause ist wieder da. Wenn ich mal aussteigen darf. Okay, wie darf ich jetzt aussteigen? So. Ich würde gehen. Warte mal, wie war das? Oh. Jetzt geht mir so auf den Sack, Alter. Kann ich nicht irgendwie aussteigen? Ich darf springen. Vorbelegung 1. Feuerzeug. Ich darf es gesehen. Nahkampfangriff. Auf Inventar schießen. Ich will ja gehen, ich will ihn raus.
Kann ich nicht. Mein. Ah, einmal kurz zurück, okay. Das ist irre. Ja. Ja, tatsächlich haben wir uns den Waggon mitgenommen. War mir klar, dass du was drauf hast. Oh, was für ein Pra. Oh, man kann sehen, dass sie ordentlich gepflegt wurde. Im Gegensatz zu meinem armen alten Mädchen. Wie schnell sie auf gerader Strecke wohl fährt, das muss ich Crest unbedingt fragen. Mhm. Obwohl, gibt es nach all dieser Zerstörung überhaupt noch eine gerade Strecke? Dieser Crest ist ein ausgekochtes Schlitzohr, wenn er mit diesem kleinen Ding solch eine Reise unternimmt. Ja, das ist halt die große Frage. Aber zumindest haben wir es geschafft. Artyom, komm mal hier hoch. Ich muss etwas mit dir besprechen. Ja, dann machen wir mal. Lass mich raten, ich muss wieder irgendwas machen. Ja, hallo. Das war so eine Tortur, das scheiß Ding rauszuholen. Du bist wieder zurück. Ja, mehr oder weniger, ne? Das war großartig. Danke sehr. Ja, das ist ja das Mindeste. Der Plan sieht so aus. Deine Gruppe erobert das Schleppschiff. Und dann bringst du es mit Duke und Crest zur Brücke. Wenn alles klar. Crest die Wachen ablenkt, dringst du mit Duke in die Steuerzentrale ganz oben ein und ihr lasst die Brücke herab. Auf dein Zeichen hin werden wir das Tor rammen, euch einsammeln und ich bete zu Gott, dass es funktioniert. Okay. Ich kann dich und Duke nicht direkt unterstützen. Laut unseren Informationen wird das Tor von der Hauptstreitkraft des Feindes bewacht. Mhm. Eine Sache noch, Artyom. Pass auf Duke auf, ja? Er ist ein guter Späher, aber geht leider oft unnötige Risiken ein. Ja. Klar, er ist jung, aber wenn er so weitermacht, wer weiß, was noch passiert. Also sei ihm ein gutes Beispiel und erledige das heimlich und leise. Du bist sein Vorbild. Und als solches solltest du daran denken, dass du zur Sondereinheit gehörst, nicht zu den Panzerjägern. Viel Glück, Artyom. Ja, danke schön. Und das würde ich sagen, machen wir beim nächsten Part. Bis dahin oder Wiedersehen bei Let's Play Metro Exodus.